10 Dritt- und Viertliga-Fußballclub unserer Region treffen sich jährlich auf dem Sportplatz Galgenwald vom gastgebenden Verein, dem Fußballclub Leuk-Susten, für sich gegenseitig zu messen. Von Salgäsch über Raro Fisch bis auf Natersch kommen sie, und das schon zum 35. Mal in der 37-jährigen Vereinsgeschichte von den Leuker und Susten. Dafür hat man dieses Jahr zum Jubiläum nicht nur grilliert und auf möglichst viele Besucher gehofft, sondern auch ein Sommernachtsfest mit Live-Musik am Freitag und Samstagabend organisiert. Für Manfred Kühne, Präsident von Gastgeber, der Fußballer von Leuk und Susten, ist es immer eine Freude, die regionalen Dritt- und Viertliga-Clips zum 11er-Turnier als Vorbereitungsturnier einzuladen. Clips. Wir probieren natürlich immer, dass die von der Region mitmachen. Und eigentlich auch in den letzten Jahren haben sich alle Aktivclips in der Region sehr unterstützt, machen alle mit. Jetzt hier auch wieder sind 10 Mannschaften dabei, 5 Drittliga-Clips, 4 Viertliga-Clips. Und dann haben wir immer noch eine Gastmannschaft. Und da ist hier der FC Plasselb bei uns gewesen. Der ist bereits das 10. Mal bei uns hier im Elferturnier in Susten. Beim Turnier geht es für die teilnehmenden Mannschaften in erster Linie darum, herauszufinden, wie gut sie für die nächste Meisterschaft gewappnet sind. Ja, es ist für eine erste Standardbestimmung vorzunehmen. Also die Vorbereitungsphase auf die neue Meisterschaft läuft. Die Training haben angefangen. Und so für den ersten Wettkampf, ernsten Satz können zu machen, ist das Vorbereitungsturnier natürlich sehr gut. Man kann schauen, wo steht man, wo muss man nicht trainieren. Taktische Abstimmungen, konditionelle Abstimmungen, was sicher auch noch bräuchte. Damit kann das Turnier für einen Verein wichtig sein. Der Manfred Kühne hat am Sonntagnachmittag euch ein Fazit für seine Spieler ziehen. Ja, wir stehen im Finale. Das freut sich natürlich in doppelter Hinsicht. Einerseits, weil dieses Jubiläumsturnier ist. Und andererseits auch, muss man sagen, ist eine Mannschaft zuschauen kann. Ich denke, es ist ein attraktiver Fußball. Aber eben sicher, es braucht auch noch Feinabstimmungen, ganz klar. Insgesamt kann der FC Leuk-Susten auf eine relativ positive Vergangenheit mit dem 11er-Turnier zurückschauen. Ja, wir haben es schon gewonnen. Die letzten Jahre waren wir auch im Finale gewesen, haben das Finale verloren. Und ja, jetzt hier haben wir es wieder bis in ein Finale geschafft. Also für uns ist das eine positive Bilanz. Und ist das auch in etwa das, was man erwartet? Ja, nein, eigentlich als Viertliga-Club mit 5 Drittliga-Clips kann man nicht erwarten, dass wir im Finale stehen. Aber wir haben gute Vorbereitung gehabt, spielen attraktiven Fußball. Wir waren selber natürlich jetzt lange in der Drittliga gewesen, sie waren zuerst in der Viertliga gewesen, und unser Ziel ist natürlich klar, wir wollen wieder in die Drittliga. Aber beim Elferturnier geht es um noch mehr als nur Fußball. Es ist ein richtiges kleines Fest mit bester Atmosphäre und am Sonntag hat auch noch der Petrus mitgespielt. Man kommt also gerne immer wieder hier zurück. Ja, ich denke, es gibt viele Bekanntschaften, viele Kontakte, Kameradschaften. Ich denke auch immer wieder die Klippen, die mitmachen und auch wieder die Kollegen sehen nach der Sommerpause. Jawohl, jetzt geht es wieder los. Ich glaube, Fußball ist einfach auch ein Teamsport und eine Kameradschaft, die sehr wichtig ist. Ich wollte mal eine Jubiläumsausgabe die Gelegenheit ergreifen. Alle Beteiligten, Helfer, Spieler, Sponsoren und Besucher merci zu sagen. Das ganze Programm ist auf verhältnismäßig viel Interesse gestoßen, trotz der wechselhaften Bühne von Petrus. Ja, wir hatten ein bisschen unbeständiges Wetter gehabt. Natürlich Freitagabend mit sehr windig, Samstagmorgen verregnet, aber nachher doch am Nachmittag trocken geblieben, heute sogar die Sonne. Also bis jetzt so erste Bilanz, wir sind sehr zufrieden, wir haben viele Besucher gehabt. Ich denke, im Vergleich zu den letzten Jahren eine überdurchschnittliche Besucherzahl. Von daher sind wir so als erstes Fazit sehr zufrieden damit. Wir
Mit dem Fest und dem Rahmenprogramm war dieses Jahr eine organisatorische Herausforderung für das OK. Aber mit der Feststimmung von den Besuchern und der Vorfreude von den Spielern auf die kommende Saison hat sich das gelohnt. Und das Elferturnier wird Leute Manfred Kühne in den nächsten Jahren ein fester Termin in der Agenda sein. Der Didier Cina ist neben Schutterstar bekanntlich auch der Assistenztrainer vom FC Sagesch. Er und seine Fussballer kommen, wie auch die anderen Teilnehmer der Fussballclip, immer gerne zu ihren Konkurrenten von Leuk und Zustellen. Also es ist dann eine super Sache als Vorbereitung, beziehungsweise ein Freundschaftsmatch, aber als Ernstkampf. Und von dem her ist das eigentlich eine gute Sache. Ist jetzt mehr Ernst oder Plausch? Also wo, ich meine, wenn man herkommt, habe ich das Gefühl, wir müssen einfach schauen, ob wir gewinnen. Und die Zeit ist ja schon gekommen, mal zu zeigen, weil wir jetzt in den letzten Jahren näher geglänzt. Und von dem her wäre schon mal etwas zeigen. Kampfgeist ist im Fußball ja auch nicht ganz unwichtig. Gleich wie der FC Leuk sonst, haben die Zahlgäster es dieses Jahr darum auch bis in ein Finale geschafft. Der Finale hat aber geendet mit 4-1 für den FC Leuk sonst.